Okay, einige von euch wollten das, dass ich mal über Spiritualität rede und was es eigentlich bedeutet. Denn ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin spirituell und alles Mögliche. Und ich sage es immer so ungern, weil das Wort spirituell, ich mag es irgendwie nicht. Es klingt irgendwie kacke in meinem Kopf, aus irgendeinem Grund. Aber ja, ein paar Leute wollten mehr darüber wissen, also mache ich ein Video drüber. Und ich würde sagen, ich bin nicht religiös tatsächlich, ich bin spirituell und ich würde sagen, das ist ein Unterschied und ich kann euch die Unterschiede auch erklären. Denn ich habe ein paar Mal in den Kommentaren gesehen, dass viele Leute gesagt haben, kommt zum Islam oder irgendwie sowas in der Art. Und es ist nicht, dass ich irgendwas gegen Religion habe. Ich finde Religion sogar gut, meistens. Also es hat gute Seiten an sich, sagen wir mal so. Vor allem im Islam, aber auch in anderen Religionen gibt es gute Sachen. Und nicht so gute Sachen. Ich glaube, das ist überall so. Allerdings, wenn du einmal spirituell bist, kannst du nicht mehr religiös werden. Das geht nicht. Und zwar, Spiritualität ist einfach, wenn ich das beschreiben müsste, das Ding ist, es ist immer sehr schwer, das zu beschreiben. Zum einen, sagen wir es so, die Leute hinter den Religionen, wie zum Beispiel Jesus oder Mohammed oder Buddha, das sind Leute, die nicht religiös sind. Das sind Leute, die sind spirituell. Die haben nichts mit Religion zu tun. Die sind gestorben und dann gab es eine Religion von denen. Das ist halt so. Nun, das waren aber alle besondere Menschen. Aber die waren spirituell. Viele davon haben meditiert. Spirituelle Praxen haben die gemacht. Wie zum Beispiel weniger gegessen oder mal gefastet oder irgendwie sowas. Und okay, nun. Der Hauptunterschied zwischen Religion und Spiritualität ist, bei Religion glaubst du an etwas. Du weißt nicht, ob es stimmt. Du glaubst an etwas und bei Spiritualität ist, du glaubst an gar nichts, sondern du glaubst an das, was du erfährst. Das heißt, wenn du etwas erfährst, das ist etwas anderes als Glauben. Erfahren ist anders als Glauben. Und das Problem bei Religion war damals, bei mir als Kind zum Beispiel, dass ich, zum einen wurde ich gezwungen in die Kirche. Als Kind, als Beispiel. Also ich bin ja katholisch, ich hatte auch Kommunion, falls jemand weiß, was es ist, das hat jeder mal. Oder die meisten Leute, da gibt es viele Geschenke, ist ein bisschen so wie Geburtstag, ziemlich geil auf jeden Fall. Aber ich wurde dahin gezwungen, ich wollte nie wirklich dahin. Und nun, das Ding ist, ich habe das Gefühl, in dem Bereich intelligenter. Weil, wenn meine Eltern zum Beispiel, wenn die mir erzählen, das ist richtig, glaube ich denen das nicht. Okay, ich bin nicht so, dass ich irgendwie meine Eltern super glücklich und stolz machen muss. Das habe ich nicht, okay? Ich mag sie, ich liebe sie, ich verbringe gerne Zeit mit ihnen, vor allem mit meiner Mutter. Allerdings, ja, muss ich nicht, sie nicht happy machen oder so. Das hatte ich noch nie so wirklich. Oder stolz machen oder wie sowas in der Art. Weil ich seh das nicht wirklich, den Zweck darin, okay? Zu existieren, um die Eltern glücklich zu machen, hat mir irgendwie noch nie gefallen. Und deswegen habe ich schon sehr früh für mich allein gedacht. Und dann war ich zwar in der Kirche als Kind, aber irgendwann war ich dann gar nichts mehr. Ich war auf andere Sachen fixiert, okay, auf andere Sachen fokussiert. Wenn du den ganzen Tag beschäftigt bist mit etwas, dann denkst du nicht an Religion. Das machst du einfach nicht, weil du den ganzen Tag an eine Sache denkst. Für mich war das zum Beispiel YouTube eine sehr lange Zeit. Und dann ist es passiert, okay, das ist die Geschichte, wie ich spirituell wurde. Die erzähle ich jetzt nicht, die kann ich vielleicht in einem anderen Video erzählen, wenn ihr euch dafür interessiert und ihr es hören wollt. Aber Spiritualität ist etwas, was man erfährt. Das heißt, du musst ein Gefühl von Bewusstsein bekommen, um spirituell zu sein. Das hat ein Gläubiger nicht, weil er glaubt an etwas. Ein Glaube ist ein Gedanke. Also ich glaube daran. Aber etwas zu erfahren, passiert immer in der Gegenwart. Also es passiert nicht Zukunft oder Vergangenheit, sondern es passiert immer im Jetzt. Das heißt, wenn du spirituell bist, hast du eine Art Präsenz. Vielleicht kennt ihr das von manchen Leuten, die müssen nicht spirituell sein dafür. Manche Leute haben eine Präsenz. Die kommen in einen Raum, auf einmal, wow, da ist jemand drin. Und manche Leute haben das gar nicht. Und je mehr Präsenz man übt, desto mehr Präsenz bekommt man. Präsenz ist das Wichtigste im Universum. Ohne Präsenz geht das nicht. Nun, im Islam zum Beispiel, ich kenne mich mit dem Islam jetzt nicht so gut aus, aber zum einen fasten die. Das heißt, Fasten kann man nutzen als spirituelle Übung. Fasten kann aber auch schädlich sein, wenn man nicht weiß, wie man loslässt. Wenn man zum Beispiel fastet, aber nur an Essen denkt, ist es schädlich. Hunger zu haben, kann einen unnormal stark machen. Aber wenn man nicht weiß, wie man mit dem Hunger umgeht, mit diesem Gefühl von Hunger, dann macht einen das fertig, da kann es einen zerstören. Also es kommt darauf an, ob man ein Verständnis hat, wie man von Sachen loslässt und ob man weiß, wie es funktioniert. Und dann gibt es noch eine Sache, zum Beispiel im Islam geht man auf den Boden und dann berührt man seine Stirn auf dem Boden. Nun, die Stirn ist extrem wichtig. ich kann dir erklären, wieso, aber
Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, weil wie gesagt, wenn ich alles... Das Ding ist, wir spirituelle Leute, wenn die einmal das Geheimnis herausgefunden haben, behalten sie gerne Sachen für sich selbst, okay? Aber es gibt so etwas wie ein drittes Auge. Es ist egal, ob man dran glaubt oder nicht. Es ist kein normales Auge, es ist was komplett anderes. Aber es ist quasi, das ist der Zweck, dieses Stören auf dem Boden, okay? Ein bisschen Bewusstsein dahin zu bringen, ein bisschen Licht dahin zu bringen, damit das, na, ein bisschen mehr leuchtet und dass man mehr die Realität sehen kann. Und das Ding ist, wie gesagt, viele glauben sofort das, was ihre Eltern ihnen gesagt haben. Oder noch eine Sache, wenn es um die Bücher geht, dann zum Beispiel, ich bin mir ziemlich sicher, Jesus hat nicht die Bibel geschrieben als Beispiel. Hat er wahrscheinlich nicht getan. Das ist mein Problem dabei. In der Bibel stehen gute Sachen, aber viele Sachen missverstanden. Wenn ein Spiritueller davon erzählt, wie er das Leben gerade sieht, dann versucht er immer, das irgendwie zu erklären, aber die Leute verstehen es nicht. Weil du kannst das nicht verstehen, du kannst es nur erleben. Das heißt, es gibt Praktiken. Deswegen, wenn jemand fragt, okay, ich will spirituell werden, sagt man normalerweise nicht, wie es ist, sondern man sagt, was die Person tun soll. Das heißt, du machst jetzt das und das, um selber zu erfahren. Und das ist ein langer Prozess, ein sehr viel Verständnis. Ich hatte selbst sehr viele Probleme damit. Jetzt habe ich noch mehr gelernt und habe es verstanden und ja, kann mich weiterentwickeln. Aber manchmal, vor allem wenn man keinen Lehrer hat, dauert es eine Zeit lang, bis man das versteht. Es ist eigentlich das Simpelste der Welt, aber man muss es verstehen und lernen. Und das ist mein Problem, wenn es um Bücher geht. Es hat irgendein Typ geschrieben, der es halt leider falsch verstanden hat. Und die Welt liebt es. Ich meine, die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Welt. Und ich weiß nicht, wer die Bibel geschrieben hat. Ich kenne die Person nicht. Aber jemand hat das ja geschrieben. Und er hat vieles einfach missverstanden von dem, was Jesus sagte. Nun, ich persönlich muss sagen, ich finde Jesus super interessant. Egal, ob er jetzt existiert oder nicht, ich weiß es nicht, weil das war zwar vor 2000 Jahren, aber so die Geschichte dahinter, weil für mich war er zum Beispiel super spirituell, unnormal spirituell. Unnormal spirituell, weil ich glaube, die Geschichte von Jesus ist eine der spirituellsten Geschichten, die ich je gehört habe. Denn wenn man als Beispiel gekreuzigt wird, okay, dann würde man ja normalerweise schreien und weinen und man wäre fertig mit seinem Leben, okay? Weil ich meine, da kommen Nagel in die Haut rein. Und das ist schon ziemlich crazy, wenn man drüber nachdenkt. Also es tut bestimmt weh. Aber wenn du eine Person dann hast, die sozusagen einfach da rumchillt und sagt, die wissen nicht, was sie tun. Glaub mir, das ist der ultimative Test. Diese Person ist unnormal spirituell, okay? Weil Spiritualität ist Verantwortung. Das heißt, egal was dir passiert, du übernimmst innerlich Verantwortung dafür. Und das gibt dir die größte Power des Universums. Die größte, es gibt keine größere. Das Problem ist, viele haben das nicht. Viele sind in der Gedankenwelt. Wenn jemand anders ihnen zum Beispiel irgendwas antut, als Beispiel, dann denken die, er ist schuld. Aber so ist das nicht. Wenn man, sagen wir zum Beispiel, jetzt passiert irgendwas, jemand anders kommt und beleidigt jemanden. Und diese Person übernimmt innerlich die Verantwortung dafür. Emotional die Verantwortung dafür, dann hat sie die Entscheidung, nicht mehr zu reagieren, sondern zu antworten. Das heißt, jemand kommt zu dir und beleidigt dich, du übernimmst innerlich die Verantwortung dafür, jetzt kannst du entscheiden, willst du die Person schlagen, willst du die Person ignorieren, was willst du machen mit der? Das kannst du dir komplett aussuchen. Du kannst weggehen, du kannst da bleiben, du kannst argumentieren, du kannst streiten. Es gibt da kein richtig oder falsch. Aber das Wichtigste ist, dass man innerlich die Verantwortung übernommen hat, für was die andere Person tut. Und wenn jemand nicht gar keine Präsenz hat, gar nichts hat, dann hat er die Arschkarte, weil dann muss er reagieren. Das heißt, irgendwas passiert in ihm und dann tickt er aus oder Schlägerei oder irgendwie sowas in der Art oder schubst ihn, tötet ihn aus Versehen, irgendwie sowas in der Art und kommt ins Gefängnis. Das passiert nicht, wenn du Verantwortung übernimmst. Und das ist eine Sache bei Spiritualität, die viele nicht verstehen, dass man innerlich immer Verantwortung übernehmen muss. Und der Grund ist, weil alles, das was uns passiert, ist nicht, ich will nicht sagen vorhergesagt, aber es hat einen Grund. Und zwar, wenn da irgendwas ist, nehmen wir mal das Beispiel. Man wurde geärgert als Kind, okay? Und man hat das nie wirklich verarbeitet. Man hat das nie wirklich vergeben, verziehen. Dann ist in deinem Körper noch eine Blockade. Und diese Blockade sagt das Leben, um dich weiterzuentwickeln, damit du aufsteigst. Darüber habe ich schon mal geredet, über das Aufsteigen. Damit du aufsteigst, muss es nochmal passieren. Das heißt, in deiner Arbeit wirst du nochmal geärgert. Bis du es endlich verarbeitet hast, bis du endlich Verantwortung dafür übernommen hast. Deswegen wiederholt sich das dann die ganze Zeit. Also es wiederholt sich so lange, bis
du innerlich Verantwortung übernimmst und aus der Opferrolle rausgehst. Denn Opfer attackieren immer nur Opfer. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder sagen, nehmen wir als Beispiel, ein Pferd rennt an der Person, an einem Mann vorbei und es tritt auf den Fuß. Und der Mann schreit und er rennt hinter dem Pferd her und tötet es oder was auch immer, weil er keine Verantwortung davor übernimmt. Dann wird es wieder passieren. Es muss nicht von dem Pferd passieren, aber irgendwie muss diese Emotion sich lösen. Und wenn es nicht durch Bewusstsein passiert, also das ist jetzt ein bisschen tiefgründig zu erklären, deswegen ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn man es selbst nicht auflösen will, dann muss es nochmal passieren und dann gibt es die Gelegenheit, es nochmal aufzulösen, weil man es nochmal spüren kann, dieser Wut oder was auch immer. Also ja, das ist quasi einfach das ist quasi spirituell zu sein, Verantwortung dafür zu übernehmen und das hört nie auf, es geht für immer weiter. Und dann, was ist das Hauptziel überhaupt, okay? Was gibt es überhaupt ein Ziel bei Spiritualität? Kannst du ein Ende haben? Nun, bei Religion, da glaubst du an etwas und hoffst, dass du irgendwie in den Himmel kommst, das Beispiel. Okay, das kann man natürlich tun, aber viele mittlerweile glauben auch nicht mehr so dran, weil sie sich denken, das ist mir ein bisschen zu hohes Risiko gerade. So, ich weiß nicht, ob das wirklich ist. Und ich habe den einen Guru ich schaue nicht mehr so viele spirituelle Videos, aber er hat so gesagt, ja, wenn es so toll ist im Himmel, geh jetzt. Aber das würde niemand machen. Nun, wenn du spirituell bist, dann gibt es ein anderes Ziel. Spiritualität ist, du willst deine Grenzen zerstören. Du willst alle Grenzen loswerden. Das Ding ist, im Körper gibt es immer so eine Art Anspannung bei vielen Leuten, bei mir auch. Ich habe auch noch in manchen Körperstellen Anspannung. Hätte ich das nicht, wäre ich keine Ahnung schon wer, okay? Das Ding ist, diese Anspannung zu sehen und sie aufzulösen, indem man sie anschaut. Und wenn bei Leuten, als Beispiel die Jesus oder Mohammed oder Buddha oder Shiva, wer mein Liebling ist, ich liebe Shiva, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Also Shiva ist für mich der großartigste Mensch, der je existiert hat. Wenn man seine Grenzen auflöst, dann hat man eine Verbindung zu allem. Also man fühlt sich mit allem verbunden. Und deswegen, wenn zum Beispiel Jesus gesagt hat, okay, ich schaue in den Himmel und, dann sagt er, weil er sich mit allem verbunden fühlt. Egal, wo er hinschaut, irgendwie hat er diese extreme Verbundenheit. Nun, für die, manche sagen, es ist eher so, als wären sie alles. Als wären sie alles und gleichzeitig nichts. Und jetzt versteht ihr, es macht eigentlich gar keinen Sinn für den Kopf. Also das Einzige ist, was man tun kann, ist die also die Übung zu machen und es dann selbst langsam zu erfahren. Und in dem Prozess muss man durch einige Scheiße gehen, weil da halt einige Scheiße drin ist. Und man geht durch die Ängste und alles Mögliche und man wächst und wächst und irgendwann passiert dieses Wachsen automatisch. Also man geht nicht mehr durch Ängste oder so, es passiert aber automatisch, am Tag. Und dabei hilft zum Beispiel sowas wie Meditation. Nur Meditation machen viele nicht, weil sie nicht rumsitzen können. Und ja, das ist halt schlecht, weil rumsitzen ist das, dass man nichts tun kann, ist einer der wichtigsten Sachen. Okay, ist nicht unbedingt notwendig, aber es ist eine großartige Übung. Und deswegen meditiere ich zum Beispiel jeden Morgen für eine Stunde und am Tag sogar. Es ist meistens so, dass nicht jeder wird spirituell einfach. So ist es einfach nicht. Also eigentlich ist jeder spirituell, aber die meisten Leute wissen es nicht. Das Ding ist, das liegt daran, weil die Priorität nicht darauf gesetzt ist. Wenn man zum Beispiel so etwas wie Drama interessanter findet im Kopf, ich rede nur im Kopf, es ist was anderes, was man im Außen macht. Im Kopf, wenn man das interessanter findet als Präsenz, dann wird das dominieren. Egal was man interessanter findet, wenn man aber Spiritualität als Platz 1 setzt, dann das Gute ist bei Spiritualität, dir wird nichts verboten. Also es gibt kein Verbot. So, du kannst machen, was du willst. Du musst dich nicht mehr ändern. Nur innerlich muss man halt präsent sein. Aber es ist nicht so, dass man sich irgendwie ändern muss. Man ändert sich automatisch, weil man eine ganz andere Person wird. Denn eigentlich ist das, was innerlich passiert, das Allerwichtigste. Und mein Hauptziel ist es, innerlich an den höchsten Punkt zu kommen, um eine extreme Präsenz zu haben und dann Leute dazu zu inspirieren, das auch zu tun. Es ist quasi eine absolute Selbstlosigkeit, aber in dieser Selbstlosigkeit ist man am happiesten, okay? Man ist absolut happy. Ist ein bisschen so wie ein Baby. Man wird erwachsen und dann lernt man diese ganzen Sachen dazu, was einem beigebracht wurde, die Sachen will man aus dem Kopf wiederbekommen, okay? Man will die nicht drin behalten, weil man will wieder wie ein Baby werden mit einer unnormalen Intelligenz, mit einer Präsenz. Und man will einfach rein werden, so kann man sagen. Nun, ob man dran glaubt oder nicht, spielt keine Rolle, weil es einfach so ist. Also, das Ding ist, man kann sagen, ich glaube jetzt nicht dran, dann nicht, aber
Man kann es eh nicht erfahren, wenn man sich nicht wirklich hinsetzt und mal sich damit beschäftigt, mit sich selbst. Und dazu bedarf es halt auch viel Zeit für einen selbst. Ich zum Beispiel war immer eine Person, ich habe sehr viel Zeit mit mir selbst verbracht und jetzt habe ich verstanden, wieso ich das getan habe. Einfach, weil man, wenn man von nichts beeinflusst wird, dann ist es einfach am leichtesten, sich selbst kennenzulernen und zu wissen, wer man ist. Und ja, deswegen für mich sind, ich habe nicht wirklich Vorbilder, aber wenn ich Leute sehe wie Buddha oder, Buddha ist, wie gesagt, nicht mal 1% von Shiva, meiner Meinung nach. Shiva ist der crazyste Mensch, hat sowas crazy einfach. Aber wenn man so sein will, dann muss man sich halt damit beschäftigen und ja, deswegen, ich schaue immer nur auf die Personen, die ich als Inspiration nehme, die sozusagen, wo ich sehe, die sind happy, okay? Wenn ich jemanden, wenn ich schaue nie auf Leute, die irgendwie, ich nicht sehe, dass die happy sind und ich glaube auch nichts, okay? Also man bekommt wirklich eine extreme Intelligenz, aber ja, das war, ich meine, wie ich spirituell geworden bin, das ist noch ein ganz anderes Video, das kann, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir einfach in den Kommentaren, vielleicht mache ich Videos dazu, vielleicht interessiert euch das auch einfach gar nicht, aber anscheinend hat es ein paar Leute interessiert, weil sie wollten mehr davon hören. Also ja, lasst einfach oben da abonnieren, kommentiert von Algorithmus und bis zum nächsten Video, bye.